Oh, macht das aber keinen Sinn, oder? Nee. Das Ding macht keinen Sinn. Ich glaube, so ist ganz gut, ne? Und davon können wir nämlich noch einen hinbauen. Komm, du passt. Ungefähr eine Höhe, ne? Ist jetzt nicht so schön, aber Spiegel wäre nicht schlecht. Was haben wir denn noch an Zubehör? Was muss denn noch hier hin? Also ich würde ja gerne noch Duschtücher hier irgendwo hinhängen. Sowas hier? Farben sind bedenklich. Könnte denn sowas mal hin? Haben wir da noch irgendwo Platz für? Ja, geht. Hier geht. Vielleicht können wir ja noch. Vielleicht nimmt das ja an, wenn wir dieses Päckchen hier. Können wir das eventuell da oben drauflegen? Schade. Hätte ja klappen können. Hier würde ich gerne jetzt noch einen Spiegel hinbauen. Ich glaube, hier haben wir nicht mehr so viel. Spiegel wäre nicht schlecht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der geilste Fussel im Land? Hier so ein Seifenpöttchen in Rot. Geht das hier irgendwo hin? Ich würde es hier hinstellen. So. Das geht gerade eben so. Das ist gut. Zahnbürste brauchen wir nur eine. Wir nehmen zwei. Zahnpasta habe ich auch irgendwo gesehen, ne? Die gute. So. Spiegel. Also Spiegel, Spiegel, Spiegel. Dekorationen. Spiegel. Was nehmen wir denn? Holzspiegel. Wie groß ist denn der? Ulme, Kirsche, Zeder. Hier ist. Ach doch, Sapeli haben wir. Weil wir machen so viel in Sapeli, dann macht das ja Sinn, ne? So. Jetzt hätte ich vielleicht noch so ein kleines Regal. Möbel, Wohnzimmer, Regal, sowas Kleines, dass wir das da drunter bauen können. So ein einfaches Brett, ne? Sowas hier. Haben wir Sapeli? Ja, das ist aber, das ist, also das, nein, 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 nein. Das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen arg groß. Sowas hier. Haben wir hier Sapeli? Zeder? Peli. Davon kauf viele. So. Ist jetzt nicht perfekt, ne? Ich finde den der Spiegel. Ich habe so das Gefühl, das geht gar nicht perfekt. Kann das sein? Na, doch, geht. Geht. Alles klar. Dann können wir das ja so lassen. Zubehör, Badezimmer. Können wir da noch irgendwas draufhängen? Weiß ich nicht. Föhn oder sowas. Halt schade, dass nur diese Flasche die Farbe rausgibt, ne? Ist halt eine Pflegeserie. Föhn. So, jetzt brauchen wir hier noch Licht drin. Licht. Lichter. Dann nehmen wir auch wieder eine schöne Deckenlampe, nichts Wildes oder eine Wandleuchte. Wir können eine Wandleuchte nehmen, oder? Also die hier zum Beispiel könnte ich mir vorstellen.
Überm Spiegel. Geht das hier? So. Lichtschalter. Minute 5 haben wir schon wieder. Wahnsinn, ne? Ich bin schon wieder eine Stunde dran. Minute 5. Fussel, du bist so schlau manchmal, ne? Das ist. Also manchmal tut es selbst mir weh, mir zuzuhören. Wie schafft ihr das eigentlich? Also wirklich bemerkenswert, ja? Selbst mir tut das weh. Na gut, es geht auch auf die 3 Uhr zu. Also vielleicht, ich sollte auch mal ins Bett gehen, ne? Aber ich muss das noch schneiden und irgendwie muss ich noch was anderes rendern und eigentlich kann ich überhaupt nicht mehr ins Bett gehen. Mini-Halogenlampen. Sollen wir die wieder nehmen? Ja, ne? Komm, nehmen wir die. Hier ist ein Schnittpunkt. Hier ist ein Schnittpunkt. Und dann machen wir... Wir sind 2 davon weg. Dann machen wir hier noch eine hin. Hier geht das ganz gut, ne? Hier kann man das ganz gut ausmessen. Hier. Und mittig. Dann haben wir es auf jeden Fall hell. Was könnte hier noch hin? Hier könnte vielleicht noch irgendwie... irgendwas an Dekoration, Uhren. Aber ich brauche ja, eigentlich brauche ich ja keine Uhr, ne? Kamin hängende Deko. Na, sowas geht. Aber das ist wahrscheinlich wieder viel zu groß, oder? Ja. Ach komm, das passt schon. Steckdosen vielleicht noch? Anschlüsse, sonstiges. Ich weiß nicht, werden die nebeneinander gesteckt? Ich glaube nicht, ne? So, dann machen wir hier einen hin. So viel brauchen wir hier ja nicht. Hier kann noch einer hin. Machen wir ein bisschen tiefer, ne? Also hell ist es auf jeden Fall. Also hier kann keiner motzen. Und ich muss ehrlich sagen, für einen Bunker... Was wir vielleicht noch machen könnten hier weißt du? Aber wo finden wir sowas wieder? Zubehör. Badezimmer. Weil hier so Badezimmerfußmatten, weißt du? Teppiche. Spezielle Objekte. Nee. Werkzeuge. Nee. Sauna. Auch super. Müssen wir auch mal bauen, oder? Küchenkinder-Hobby. Surfbrett. Auf jeden Fall. Was mit Hunden? Können wir machen. Ein paar Bücher. Schallabsorption. Billardtisch ist auch super. Behälter. Passt vielleicht der Wäschekorb hier in die Ecke? Ist ein bisschen groß, ne? Und wenn wir den drehen und hier hinstellen, geht das, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier so einen kleinen Mülleimer vielleicht noch hinstellen. Nicht so eine Schachtel, so ein Mülleimerchen. Aber hier ist natürlich ätzend, ne? Hier so in die Ecke, geht der? Hier sieht er blöd aus. Also ich hätte ihn gerne versteckt, aber so vor ein Handtuch stellen ist auch irgendwie blöd. Na komm, dann bauen wir ihn da hin. Das geht. So, ja, dann haben wir... Also wie gesagt, diese Duschvorhänge, wo könnten wir das denn noch? Wo finde ich denn nochmal? Teppich. Wo würde ich denn Teppich vermuten? Hier gibt es noch solche Schränke. Auch nicht schlecht. Aber das ist zu groß, befürchte ich, ne? Ja, das passt durch das Regal jetzt nicht. Hier hätte vielleicht noch hingekonnt, aber hier drüber macht auch keinen Sinn. Nee, komm, nicht zu vollstopfen. Aber wie gesagt, ich hätte gerne noch eine hier so eine Badematte, ne? Teppich? Bei Dekoration ist der. Ich mir ja denken können, ne? Fußboden. Ja, alles klar.
Trittteppich. Ja, ich habe keine Ahnung. Teppichgras? Teppich Magenta? Aber der ist doch bestimmt wieder zu viel zu groß. Der ist es auf jeden Fall nicht. Teppichblau mit Rand. Ist auch zu groß, ne? Ja, ja. Nee, gab's denn da nicht? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Gab's nicht mal so eine. Was hier. Kann man natürlich. Schade, dass es den nicht farbig gibt. Aber gab's nicht mal so eine Nummer? So irgendwie sowas, weißt du? Ist auch viel zu groß. Wie heißen die denn? Die heißen noch Badematte oder nicht? Der ist wieder petit, möchte ich sagen. In M? Vielleicht doch L? So. Ja, geht doch. Also, Badezimmer haben wir auch. Das Zimmer haben wir und ja, machen wir hier noch irgendwas? Was wollen wir hier machen? Also hier würde ich auf jeden Fall was machen. Das sieht scheiße aus. Wohnzimmer. Wie machen wir denn den Boden? Komm, wir machen mal ein Wohnzimmer raus. Ein paar Minuten habe ich noch. Ich nehme mal 4 Folgen auf. Die muss ich auch noch schneiden, ne? Fußboden. Ich wäre ja auch mal für Laminat. Schwarz. Ja, komm, nehmen wir mal das hier. Sieht halt also am Foto ein bisschen billig aus, ne? Billo. Sieht übrigens gelegt ganz anders aus als auf dem Foto, oder? Ist doch viel, viel dunkler als das, was ich... Guck mal hier. Ist doch viel dunkler als das, was ich in der Hand halte. So, was nehmen wir an Paneelen? Sollen wir welche nehmen oder sollen wir weiß streichen? Weißt du was, wir streichen einfach nur weiß. Das ist auch mal ganz gut. Das ist hier so der Massenaufenthaltsraum. Der muss nicht besonders. Das kriegen wir mal eben schnell noch gemacht. So, einmal hier ums Eck. Weil die Decken können wir ja leider nicht machen. Würde ich nämlich auch sehr gerne mal anpassen. Und gepflegtes Weiß ist nie verkehrt. Ich habe ja bei mir auch eigentlich alles weiß gestrichen. Sieht man jetzt nicht mehr so. Weil man merkt so nach 11 Jahren, die ich jetzt in dieser Wohnung wohne, doch wo man sich zum Beispiel beim Schuhanziehen festhält, ne? Ich bin ja ein alter, fetter Mann. Das heißt, manchmal muss ich mich da auch festhalten. Dann stütze ich mich so an der Wand ab, weißt du, wie so ein fetter Käfer. Was? Ich finde, das ist ein schöner Kontrast hier. Aua! Die Tür vom Kopf geschlagen. Ja, das sieht schön aus, ne? Schöner Kontrast. Das geht leider, wie gesagt, echt nicht. Schade. So. Machen wir das hier mal eben alles schön noch weiß. Und dann haben wir 15 Minuten, genau, dann haben wir 4 Folgen aufgenommen. Und dann machen wir hier einfach in der nächsten Woche weiter. Ich guck mal, vielleicht schaffe ich es ja mal endlich wieder ein bisschen mehr aufzunehmen, dass ich mal ein bisschen, ne? Aber Nachteil ist, wenn ich so viel aufnehme am Stück, da
Dann weiß ich immer nicht, was ich gemacht habe. Ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir noch ein Projekt abgeschlossen? Hatten wir eins angefangen? Das ist nämlich schon wieder 2 Wochen ungefähr her. Und da weiß ich das immer nicht. Das ist, wenn man zu viele Projekte hat. Ne? Ich gebe es ja zu. So. Aber das sieht doch aus wie gewollt. Und hier können wir ein bisschen einrichten. Wenn er da, gut, auf der anderen Seite, ich glaube, wenn ihr diese Folge seht, dann habe ich schon neue aufgenommen. Aber ihr könnt natürlich gerne mal sagen, was würdet ihr einrichten? Ne? Also die Möglichkeit habt ihr ja immer. Wie gesagt, seid nicht böse, wenn es dann nicht so kommt. Es kann eben, wie gesagt, sein, dass ich das schon eingerichtet habe, bevor die letzte Folge rausgekommen ist. Also insofern nicht Gram sein. Ne? Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns gerne wieder zu einer neuen Runde von Hausflipper, wo wir diese Bunkerburg hier mal schön machen, auch mit dem Gartenprojekt, was ich mir noch einfallen lasse. Irgendwas Schönes wird es noch geben. Und in der Zwischenzeit könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es dann ganz viele Affiliate-Links. Wenn ihr bei Amazon bestellt, könnt ihr vorher auf diesen Affiliate-Link klicken, dann sozusagen eure Bestellung auswählen. Kostet euch nicht mehr, bringt mir aber ein kleines eine kleine Umsatzbeteiligung an eurem Einkauf. Und im Umkehrschluss könnt ihr gerne auch einen Daumen hoch lassen, wenn es euch denn gefallen hat. Ne? Über einen Kommentar freue ich mich auch immer. Und ihr wisst ja, so wenig habe ich zu tun. Ich habe Zeit, die Kommentare auch zu beantworten. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.